Und jetzt sollten wir uns umschauen nach einem Alchemisten oder irgendeinem anderen Händler, der Tränke verkauft. Da hinten ist noch ein Händler. Hier sind überall welche. Die Magiergilde wäre auch naheliegend, aber von der halten wir uns eigentlich immer ganz gerne fern. Ravier, Händler. Na gut, gucken wir da mal rein. Du bist Ravier? Ravierer weiß, warum ihr hier seid. Ihr wollt die berühmten dädrischen Waffen von Ravier kaufen. Dädrische Waffen? Was? Ihr sagt, das sind nicht dädrische Waffen? Nein, ihr habt recht. Aber Ravier ist kein Lügner. Wenn ihr wollt, Ravier wird Machen besessen. Dämonische und teuflische Waffen. So scharf wie dädrische und so leicht wie Netschluftsack. Die Magie hält nur kurz, doch lang genug, durch härteste Rüstung zu stoßen. Ravier verkauft sie direkt von der Telewani. Ihr werdet finden nichts Billigeres in ganz Balmora. Ha, also damit könnte man dädrische Waffen beschwören. Wird aber bestimmt recht teuer sein. Außerdem haben wir uns gerade erst ein Silberschwert gekauft, das wird eine ganze Weile halten müssen. Was hast du denn noch so? Wir bräuchten Tränke. Keine. Keine ist sehr wenig. Gut, dann halt nicht. Wir würden dann gerne... Nee, Magiergilde, nein. Gucken wir hier hinten nochmal hin. Und wenn da nichts ist, dann... können wir da nochmal die Treppe hochgucken. Pfandleier, das klingt doch gut. Seid gegrüßt, ich bin Dralassa Nisrorien. Und das ist Balmora. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Oh, an dem Tag bin ich beschäftigt. Verzeiht. Na, so leicht ist sie nicht rumzukriegen. Na gut, dann gucken wir halt so, was sie im Angebot hat. Ebenfalls keine Tränke. Schade. Ein paar Bücher. Ah doch, da sind Tränke. Ein ranziger Heiltrank. Ein einfacher Lebenstrank. Aber es sieht alles recht fragwürdig aus. Nein, nein, danke. Wir... suchen da lieber etwas Gehobeneres, auch wenn es ein wenig teurer sein dürfte. Aber wir können es uns ja leisten, dank dem lieben Fahrgott. Das wäre übrigens mit ein Grund, warum wir nach Sedanin zurückgehen sollten. Weil wenn wir jetzt verschwinden, könnte es doch auffallen, dass wir das Geld genommen haben. Und die beiden könnten sich irgendwie absprechen. Oder einfach austauschen, dass Fahrgott das Geld wirklich nicht hat und der andere es nicht genommen hat. Dann würde sofort der Verdacht auf uns fallen. So, was haben wir hier? Ein Alchemisten und ein Schneider. Das heißt, wir gucken hier rein, kaufen uns ein, zwei Heiltränke und machen uns dann auf den Weg zurück nach Sedanin. Handeln. Feuerschildtrank. Oh, sie hat ganz viele Tränke. Diamanten. Oh, sehr schön. Hier sollten wir unbedingt mal einbrechen. Gut. Dann schmeicheln wir ihr erstmal und hoffentlich klappt das bei ihr besser. Das glaube ich euch nicht. Ah, ärgerlich. Na gut, suchen wir uns die Heiltränke raus. Unsichtbarkeit, Feuerschild, Genesungstrank. 175 Draken. Das ist doch ein wenig außerhalb unseres Budgets. Trank des Wassers, Trank der Rückkehr, Trank der Markierung. Einfacher Lebenstrank. Besser als nichts. Verfeinerter Trank. Nö, das wird dann reichen müssen. Heiltrank gegen Pest, Heiltrank gegen Krankheit. Oh, davon sollten wir jeweils einen kaufen. Und versuchen, den Preis ein wenig zu drücken. Ein ganz klein wenig zu drücken? Nein. Dann halt so. Na gut, weg hier. Also nicht unbedingt das, was wir gerne hätten. Aber wenigstens einen Anfang. Und falls wir uns irgendeine Krankheit einfangen sollten, hätten wir schon was dagegen. So, jetzt aber schleunigst zurück nach Sedanin, damit gar nicht erst auffällt, dass wir lange weg waren.
dann müssen wir uns da weiter umgucken. Wir könnten bei den Schmugglern versuchen, ein wenig Beute zu machen. Und auch ein wenig Kampferfahrung zu sammeln. Und allgemein müssen wir einfach nur Präsenz zeigen. Dass sie halt nicht denken, wir hätten das Gold gefunden. Und wären damit durchgebrannt. Haben wir überhaupt noch genug für die Reise zurück? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, wir würden gerne nach Sedali. Wir bieten euch eine besondere Reise an, zu einem niedrigen Preis. Ja, danke, wir sind gerade erst angekommen. Oh, da habe ich doch gerade eine Tür gesehen. Ah ja, da könnten wir doch mal hingehen. Hier führt ein Pfad noch nach Osten, aber nein, wir schauen da mal rein. Schleichenderweise natürlich. Zack. Oh, da unten ist schon einer. Das muss einer von den Schmugglern sein. Die sind also freiwillig. Das klingt gut. Gucken wir mal, wie nah wir rankommen, ohne dass sie uns entdeckt. Wir könnten noch unsere Fähigkeit benutzen. Aber da wir sie nur einmal am Tag anwenden könnten, sollten wir damit vorsichtig sein. Genau. Guck zur Tür, guck zur Tür. Dies wird euer Ende sein, Svit. Das war knapp. Dummkopf. Beinahe hätten wir sie so geschafft. Hat ganz schön Lärm gemacht, aber anscheinend ist keiner in der Nähe. Das ist gut. Hat sie denn irgendwas dabei? Ein Schlüssel, den nehmen wir sofort mit. Ihre Waffe auch und die Münzen. Der Rest würde zu lange dauern abzunehmen. Und schauen wir weiter. Das ging soweit ja recht einfach. Da geht's hoch. Da geht's runter. Oh, da ist jemand. Hat er eine Robe an? Oh, Magier. Das könnte gefährlich werden. Oh, er hat uns entdeckt. Okay, anders. Wir lauern jetzt hier oben und warten. Das war gut. Nicht zum Zaubern lassen. Oh. Da war noch jemand. Schnell hinterher. Nicht, dass sie noch irgendwo Verstärkung holen. Da. Genau, du. Au. Aber die scheinen ja alle recht schlecht bewaffnet zu sein. Sehr gut. Noch irgendjemand hier? Da geht's weiter. Da ist eine Tür. Gut, anscheinend erstmal keiner mehr in der Nähe. Dann gucken wir doch mal, was sie so dabei haben. Oh. Diebeswerkzeug, sehr schön. Die Waffen kommen auch mit. Der Magier wird bestimmt auch noch irgendwelchen Firlefanz dabei haben. Aber soweit war das ja relativ einfach. Ein Dolch, seine Robe und ein paar Schuhe. Hm. Na gut, gucken wir uns die Kisten da unten mal an. Und wir sollten den Ring mal ausprobieren. Ja, soweit, so gut. Der kleine Kratzer, den wir abbekommen haben, hat sich regeneriert. Fass ist leer, Kiste ist... Oh, Mondzucker. Ah, der ist gut was wert, aber den werden wir nicht überall verkaufen können. Damit müssen wir vorsichtig sein. Und eine Spruchrolle. Die haben wir schon mal gelesen. Damit können wir Schlösser öffnen. Sehr praktisch. Oh, noch mehr Mondzucker. Ein Moschus, der hilft auf jeden Fall, wenn wir jemanden betören wollen. Ein wenig Alkohol, so ein komisches Ei. Noch eine Öffnenschriftrolle. Ja, doch, hat sich definitiv ausgezahlt, hierher zu kommen. Und eine Hellebarde. Oh, was haben wir hier? Ein Schlüssel? Hm, mal gut. Oh ja. Wenn wir das alles verkaufen, dürften wir so viel Draken haben, dass wir den Nord doch noch ausbezahlen können. Dann müssen wir uns da keine Sorgen mehr machen. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Wir räumen das hier erstmal zu Ende aus. Nehmen jede Münze mit. Und ganz viel Mondzucker. Ja, es waren definitiv Schmuggler. Hm. Lauter Kräuter. Noch mehr Mondzucker.
Oh, und Ringe und Amulette. Sehr schön. Oh, Skooma. Das ist heikel. Das ist ja noch schlimmer als Mondzucker. Aber auch viel mehr wert. Oh. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit, aber das müssen wir irgendwo einlagern. Und dann holen, wenn wir jemanden gefunden haben, der sowas kaufen würde. Aber sehr schön. Ja, das war ein guter Tipp mit diesem Schmugglerlager. Und der Schlüssel passt hier. Sehr gut. Sollten wir das Schwert wieder ziehen. Und schleichen. Oh. Da ist nur Wasser. Nee, da springen wir garantiert nicht rein. Das war's also mit den Schmugglern. 3 Stück. Nicht besonders viel, aber genug, um wahrscheinlich Profit zu machen. Da geht's auch irgendwo runter, aber nee. Da. Sieht's aus, wenn da unten jemand wäre. Ist da jemand gestorben? Oder sieht das nur so aus? Nee, komm, wir haben mehr als genug gefunden. Das soll erstmal reichen. Raus hier, alles in Arillis Handelshaus verkaufen. Dann geben wir dem Nord seinen Anteil und dann ist gut. Achso, hier oben ging es ja auch noch weiter. Ja. Sklaven. Anscheinend. Ja, komm, wir befreien sie. Keinen Herrn. Habt ihr den Schlüssel zu diesen Fesseln? Werdet ihr mich befreien? Ja, das werden wir. Denn es hat für uns nur Vorteile. So, dich. Und dich auch. Was? Geehrter Gast. So, alle frei und geht, wohin ihr wollt. Ich nehme nur mal diese Fesseln mit. Und sagt jedem, wer wir waren. Markus Sittikus hat euch gerettet. Sehr schön. Jetzt müsste es aber hier gewesen sein. Oder geht es hier auch noch irgendwo durch? Nein. Also soweit hat unser Besuch hier im Wardenfell-Distrikt eigentlich nur Vorteile für uns gebracht. Also ja, der Aufenthalt im Gefängnis war nicht besonders schön, aber den hätten wir sowieso haben müssen, weil wir halt gefangen genommen wurden. So wurden wir frühzeitig freigelassen, haben Geld in die Hand gedrückt bekommen und seitdem nur gute Möglichkeiten gehabt, noch mehr Geld zu verdienen. Und sogar unsere Kampffertigkeiten zu trainieren. Also ja, könnte nicht besser laufen. Nur die Sache mit diesem Caius Cusar, das ist ein wenig brenzlig. Er hat zwar gesagt, wir können einfach so gehen und wiederkommen, wenn wir seine Befehle befolgen wollen, aber da wird nicht so viel dran sein. Gerade wenn er mit den Klingen arbeitet, oder selber eine Klinge ist, wird er bestimmt irgendwelche Spione hinter uns herschicken. Hallo Phagos. Ist alles gut? Genau, erstmal jetzt die Sachen verkaufen, dann schnell mit dem Nord sprechen, nicht, dass es da zu irgendwelchen Zwistigkeiten kommt. Und dann müssen wir weiterschauen. Wir versuchen nochmal, uns bei ihm einzuschmeicheln. Hat nicht geklappt. Dann drücken wir ihm mal 10 Draken in die Hand. Das klappt schon eher. Na gut. Oh oh. Hallo, ich hoffe, ihr verlangt nicht zu viel. Da müssen wir uns jetzt ganz schnell vom Acker machen, denn er hat den Mondzucker gerochen. Und das ist nicht gut. Das heißt, wir suchen uns einfach eine ruhige, abgelegene Stelle und verbunkern das Zeug da. Hier zum Beispiel. Ist zwar nicht das beste Versteck, aber fürs Erste muss es reichen. So. Hoffen wir mal, dass er nicht allzu viel Verdacht geschöpft hat. So, handeln. Ja, schon besser. Also, wir wollen die ganzen Waffen loswerden. Das auch noch, das auch noch. Die Hose müssen wir später anziehen. Das, das und das. Die Sklavenfesseln sind eigentlich nette Trophäe. Deswegen behalten wir die erstmal. Aber der Ring, das Amulett kann noch weg. Die Seelensteine können weg. Der Alkohol. Ja, das war's eigentlich schon. Hat er dafür irgendwas, was wir noch gebrauchen könnten?
Ein Glückstrank. Nee, nicht unbedingt. Schriftrollen. Ausdauer wiederherstellen. Lebensenergie wiederherstellen. Aber kostet 112 Draken. Nee. Almsivi Intervention. Wäre ganz praktisch. Es ist nämlich ein Teleportzauber, haben wir uns sagen lassen. Aber nee, das soll erstmal reichen. Wir nehmen bitte das Geld und zwar 2 Dukaten extra. Will er nicht. So. Schon besser. Na gut. Dann halt leb wohl. Ja. Wir haben unsere 306 Draken. 300 hatten wir ja Fagos abgenommen. Und die geben wir jetzt ihm. Ihr habt sein Versteck gefunden. Das ist ja großartig. Ich sage euch etwas. Ich werde euch 100 Draken geben. Boah, so. Nicht mal die Hälfte. Naja, dreist. Und ihr könnt alles andere, was ihr dort gefunden habt, behalten. Habt Dank für eure Hilfe. Also ja, die erste Reaktion war schon gerechtfertigt, mit dem Geld einfach durchzubrennen. Aber so haben wir wenigstens jetzt 100 Draken dafür bekommen. Kann uns noch irgendwas sagen? Vielleicht über die kaiserliche Legion? Wir unterhalten Garnison in der Palagiat-Festung in Pelagiat, in der Falkenfalter-Festung in Ebenherz, der Mondfalter-Festung in Balmora, der Buckfalter-Festung in Aldrun und der Darius-Festung in Gnissis. Wollt ihr der kaiserlichen Legion beitreten? Hatten wir so schnell eigentlich nicht vor. Aber hören wir mal, was er zu sagen hat. Alle Garnisonen sind derzeit bei voller Stärke, außer vielleicht die Totenkopflegion in der Darius-Festung. In der Wasserspalte in der Nähe des Dorfes Gnissis. Nee, in der Westspalte. Wenn ihr Interesse habt, müsst ihr mit dem dortigen General Darius reden. Gnissis. General Darius. Das könnten wir uns überlegen. Das ist mal gute Gesellschaft. Sprecht nur. Und plötzlich mag er uns. Kein Wunder, wenn er 200 Draken bekommen hat. Kann ich euch helfen? Benötigt ihr etwas? Wir hätten eigentlich ganz gerne ein Bett. Oder werden hier keine Betten angeboten? Dürfen wir einfach so hier schlafen? Nein, anscheinend nicht. Ihr habt mich bei guter Laune erwischt. Das ist nicht gut. Wird nämlich schon bald dunkel. Also, fassen wir kurz zusammen. Wir haben das Schmugglerlager ausgeräumt. Wir sollten unseren Mondzucker mitnehmen. So. Das Schmugglerlager haben wir ausgehoben. Wir haben die Sachen verkauft. Wir haben den Nord damit ausgezahlt. Da ist also soweit alles im Reinen. Und wir haben jetzt ein Angebot bekommen, der Legion beizutreten. Was aber... Sprecht nur! Hat Vor- und Nachteile. Zum einen könnte uns Caius Cosades vielleicht nicht ganz so leichter wieder rausziehen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zum anderen könnte es aber sein, dass wir recht langweiligen Dienst schieben müssen. Also sollten wir uns so erstmal anderweitig umgucken. Und wir sollten möglichst schnell nach Balmora zurückreisen. Obwohl, Ebenherz, Balmora, Vivek, Pelagiat. Zuerst wurden wir eh hier über die nördliche Straße nach Pelagiat und dann nach Balmora geschickt. Also könnten wir vielleicht die letzten Stunden des Tages einfach nach Pelagiat reisen und da dann schlafen. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Die Schmugglerhöhle behalten wir auch in Erinnerung. Wir könnten ja da unsere Sachen einlagern. Oder allgemein uns da einnisten. Aber nee, es ist zu nah an der Stadt dran. Aber allgemein wäre es schon ganz praktisch, irgendwo ein Versteck zu haben, wo wir unsere Sachen einlagern könnten. Gerade sowas wie den Mondzucker und den Skooma. Aber da müssen wir wohl etwas abseits der Wege uns rumschlagen. Und das ist momentan noch zu gefährlich. Also hier zum Beispiel. Ist ja auch so ein kleiner Trampelpfad. Aber nee, wir sollten der Straße folgen. Balmora, Vivek, Pelagiat. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu weit weg ist. Aber wenn man der Beschreibung so trauen darf, war es nicht allzu weit. Der Schlickschreiter braucht ja auch nur eine kurze Zeit dahin. Ah, was bist du denn? Du bist auf jeden Fall aggressiv. Komm schon. Grässliches Ding. Ach. Okay, das kam unerwartet.
Pelagiat, links rum. Also gut ausgeschildert ist hier alles hier. Das ist schon mal praktisch. Und ist da eine Ratte? Nein, das ist nur ein Büschel auf der Straße. Dieser komische Wurm macht uns schon richtig paranoid. Das sind echt skurrile Pilze. Aber die scheinen wohl hier normal zu sein. Und es wird schnell dunkel. Hoffentlich kommt die Stadt bald. Oh, das sieht gut aus. Folgen wir mal der Straße. Dann müsste hier irgendwo der Eingangsbereich sein. Ja, sehr schön. Und dann gleich in die nächste Taverne. Da verputzen wir erstmal unseren Salzreis und das eine Quarmerei. Und dann geht's auch gleich schlafen. Und morgen können wir weiter gucken. Hier vorne ist ein Händler und hier Herberge zur Mitte. Das klingt doch gut. Hallo? Wo habe ich das nur hingelegt? Nahrungsmittel und Betten. Oder beides gleichzeitig. Wie ihr wünscht. Wir hätten gerne erstmal nur ein Bett. Ist eins frei. 10 Draken. Ja. Großartig. Das Zimmer ist euer. Ihr werdet es am Ende des Ganges oben unverschlossen fortfinden. Genießt euren Aufenthalt in Pelagiat. Am Ende des Ganges oben. Oben. Okay. Es hat Wunden bekommen. Ende des Ganges oben. Das wird denn hier sein. Ah, sehr schön. Nun, dann setzen wir uns mal aufs Bettchen. Essen ein wenig Salzreis. Ein Quarmerei. Legen dann die Rüstung ab und gehen erstmal schlafen. Bis morgen.